Moin, moin, Tag. Servus und grüezi, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zum Spooktober. Phasmophobia, heute wieder mit dabei. Meine paranormale Frau. Phänomenale Hi. Frau, Käppchen zockt. Hi. Es war keine Beleidigung. Vielleicht komme ich aus dem Keller und werde erstmal verdroschen mit der Pfanne. Geil. So, und meine Wenigkeit, der Nobody, der bestimmt eine Delle an den Kopf kriegt. Aua. Der heutige Geist, Fall 104, ist Charles Dyer. Er reagiert auf Einzelpersonen. Wir sollen ein Foto von ihm schießen, mit dem Parabolmikrofon Geräusche aufzeichnen und die Jagd mit dem Kruzifix abbrechen. Okay. So. Also, ich hole mal Standard-Taschenlampe, EMF hole ich und ich hole mal, weil es so schön ist. Keine Ahnung. Ach so, eine Kamera, ich hole einen Sensor. Hast du alles? Jo. Dann gehen wir mal rein. Ja, die letzte Folge war ein bisschen arschig. Ah, das ist das Level. Stimmt. Die letzte Folge war leider arschig, aber gut. Muss auch mal sein. Jetzt hätte ich mal aufpassen sollen. Wo hier? So. Hier liegt ein Spielzeug oder was soll das sein? Oh, wo? Perfekt. Ach, das garantiert wieder so ein Kellergespenst. Die sind arschig hier. Die sind arschig. Hier ist das Badezimmer. So ein komisches, rauschendes Geräusch. So, das ist mein Setup. Drei Bildschirme. Nur der Stuhl ist bequemer. Meiner ist älter. So. Nächstes Schlafzimmer. Ah, hier ist ein Teddy auf dem. Oder so ein Hase auf dem. So. So. Kommst du mit dem Keller, Schatz? Ja. Keller mag ich immer nicht. Ja, den hier kann man wirklich hassen. Schön. Ist besonders. Auto. Er ist oben. Da muss ich gucken, wo der Schlüssel ist, dass ich den Alarm ausmachen kann. Komm raus. Ist wenigstens oben. Ja. Ist im Keller. Sei denn, wir haben wieder das Glück und er wandert. Doch, hier. Hier geht's. So. Ruhe. Wo ist hier die Schüssel mit dem Schlüssel? Ich hab den Schlüssel. Komm mal hinter dir her, weil man kann den ja mit dem Kreuz abwehren. So. Das ist wahrscheinlich. MF3. Ja. Komm mal raus da. Wer ist da drin? Hier ist da drin. Warum kann ich das nicht platzieren? Was ist das für ein Schmu? Da. Komm raus. Ja.
Jetzt können wir erstmal den Standard machen. Lalalala. Ich hole mal das. Hallo. Ich glaube mal, dass eine Kamera reicht. Ah, kommen wir wieder rein. Ich würde das gut zu dieser Seiner Stelle schon mitnehmen. Ne? Alles gut. Ach so. Was hast du sonst alles dabei? Eine Kamera, Taschenlampe. Ja, das sind gute Fits. Ich kann nur drei Sachen. Ja, ich auch, aber. Dann am besten das nächste Mal das Kruzifix da hinlegen. Mit F. Also hinknien und hinlegen. Hinknien mit Steuerung? Mit C. Mit C. Ein bisschen müsste hier. Ne, warte mal, falsch. Hier ist ja das Ding. Dann C. Mit F, ja? F. So, komm da raus. Wieder raus und C drücken zum Gehen. Normal gehen. Hab ich ja höchstens wieder eins mehr. Dann kannst du noch Salz holen, eventuell. Ne? Genau. Aber immer nur einmal kurz klicken, sonst klickst du zweimal. Ja. Hab ich ja schon auf dem Boden liegen. Komm hier, mein Salz. So. War da gerade was? Wir haben Orb. Wir haben schon mal einen Geisterorb. Okay. Und er ist unterwegs. Das war der Laser. Also Beweis, Geisterorb. Das haben wir schon mal. Der ist da hinterm Pickup. So, was ich jetzt mache, ich hole mal einmal hier ist Büchlein mit, einmal das Quassel-Dingsbums mit. Wenn du einen freien Platz jetzt hast, könntest du das Thermometer mitnehmen, das wäre cool. Habe ich nicht. Na, Futterparat wollte ich gerne mitnehmen. Was hast du sonst dabei? Die Salz. Okay, dann hol das, dann hol das, dann hol das. Aktivität. Null. Es ist ein Alleinegeist, also dürft ihr mit uns beiden nicht so reagieren. Warte, hier geht's ja immer lang. Das mache ich auch hier vorne hin? Oder weiter hinten? Mach am besten ja hier, wo ich stehe einmal. Sollen wir gehen? Schreib bitte ins Buch. Rede mit uns. Fußabdruck. Foto machen. Wie alt bist du? Gib uns ein Zeichen. Doch, gehen wir nochmal raus. Ich mal das Thermometer. Jetzt machen wir erstmal, gucken nochmal da ins Dings hier rein. Ja. Orb ist immer noch da. Aktivität auf 3. Bin mal gespannt, ob er immer durch das Dots läuft. Ja, mal hinten da oben, ja. Du musst immer das Licht bitte ausmachen, wenn du auf den Bildschirm so, blickst. Schon wieder an. Ja. Alles gut. Jetzt ist er ein bisschen energischer weggeschwebt hier. War das ein Dots, den ich gerade gesehen habe? Oder hat er was geworfen? Oh, jetzt ist da der Dings, der Orb. Aua. Oh, nochmal von da. Jetzt ist eine Tür. Bedeutet, ich mache Folgendes. Ich versuche da mitzukommen und ein Foto zu kriegen. Ah. Ich würde sagen, jetzt rein. Ja. Dann hier raus.
Okay, bist du draußen? Ja. Ach, das ist da das Licht. Okay, ich verstehe. Ah, ne, da. Nur so komisch. So, LKW mal gucken. Gucken, ob ich jetzt irgendwas sehe. Ultraviolett sollte ich mal vielleicht probieren. Komm, schweb doch da durch, Junge. Schweb doch da. Das ist ein ganz komischer Dot. Oh, Geisterorb. So einen habe ich noch nicht gesehen, mit so einem ganz blauen... Siehst du das? Mhm. Mach mal, ob wir da was sehen. Eine Feieraktivität. Oh. Nächstes Mal, wenn es BIP macht, müssten wir jetzt auf dem Bildschirm das kurz aufleuchten sehen. Das ist dann der Sensor, durch welchen er geht. Ja. Und mit ein bisschen Glück reagierte Dots. Projektor. Da müssten wir so eine Art Silhouette sehen, irgendwie, was da durchgeht. Wenn es funktioniert. Jetzt war alles ruhig. Ah. Oh, ich habe ihn jetzt von der Taste gedrückt. Upp-di-du. Hol ich das hier? Hol ich das hier? Guck du mal auf den Bildschirm. Du erkennst ja, ob da was passiert. Ja. Mach ich. Aktivität, guck mal kurz vorher, Aktivität. Lol, alles gut, kannst du. Und wieder auf Bildschirm gucken. Ja. Ist jetzt nichts. Aktivität immer noch null. Thermometer hattest du nicht mit, ne? Was da einstecken. Ja, weil das müssen wir jetzt unbedingt machen, weil wir haben vielleicht Gefriertemperatur. Oh, er hat irgendwas gemacht. Ich leg's dir unten hin, dann kannst du es dir holen. Hast du noch auf dem Bildschirm geguckt? Ja, aber alles gut, ist nichts. Ich habe irgendwas gehört. Ich weiß nicht, ob er jetzt in der Küche ist. Aktivität 3. So, Aktivität ist 0. Mhm. Ich gehe nochmal rein. Okay. Immer noch 0. Es steigt auf 1. Es wird höher. 4. Wow! Sackratte! Ein Axtmann! Nee, der stand am Ausgang, der Sack. Jeder wiegt gerade mich jetzt erschreckt, der Sack. Oh, 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 oh. Alter Schwede. Aber keine Sorge, die Unterbuchs ist trocken. Gut. Jetzt ist der Orb hier. Jetzt war der Orb hier vorne. Es hat aufgeflackert. Mehr aber auch nicht. Geil. Das war der Sensor. Ja, jetzt zählt man den Orb wieder leicht. Ja, der sagt sich, nobody is so lecker, hm? Er ist wieder so ein A-Geist, ne? A-Loch-Geist. Mhm. Wenigstens haben wir Geister-Orbs. Ultraviolett müsste ich nochmal gucken, aber den müssen wir zusammen rein. Hm? Ja.
Hast du einen freien Slot? Ja. Dann hol mal bitte Ultraviolett, so ein Knicklicht. Ja. Taschenlampe hast aber noch, ne? Ja, die habe ich schon. Nehmen wir mal zusammen rein. Das ist ein Alleinegeist, Schatz. Achso, lasse ich dich allein und dann sehen wir, wie er reagiert. Ich muss dann mit F wieder, ja. Ja. Sag mal. Ich muss erst mal kurz hier gucken. Ja, guck mal, genau. Mach mal. Guck. F geht nicht. Rechte Maustaste, sorry. So, na guck mal, ob du irgendwo Fingerabdrücke siehst oder... Hier schon mal Küche nicht. Dann gehen wir mal zusammen hier in die Garage. Ja. Und los. Sollen wir gehen? Oh, hier hinten liegt eine Säge. Ich sehe meinen Atem, aber... Betone aber... Ich sehe in dein Herz. Nichts. Bleib hier drin, ne? Wenn du jetzt rausgehst, habe ich die A-Karte. Was du da machst, ist gerade für mich ein bisschen doof. Bin auch hier. Nee, du warst draußen, aus dem Raum. Und das reicht aus, dass der mich angreift. Hat so ein Summe. Das ist der EMF, EMF 2. Ich habe hier im Flur. Ja. Komm mal bitte hier mit rein. Ja. Hier ist nichts. Schreib ins Buch oder rede mit mir. Rede mit uns. Schreib ins Buch. EMF 3. Wir haben Minustemperaturen. Raus, oder? Komm. Das ist schon mal ein Hinweis, das ist gut. Gott. Was, du sagst gerade hinter uns? Hab ich ihn kriegen? Definitiv. Der Thermometer ist immer noch im Minusbereich. Okay, krass. Jetzt steigt es erst langsam. Und er ist wieder in der Küche am Zertrümmern. Also Ultraviolett hat da nicht... war nix. Okay. Gut, können wir schon mal einplotten. Wir haben Gefriertemperaturen. Dann haben wir zwei Sachen. Geisterorb und Gefriertemperaturen. Und ja. Die vier Sachen, die übrig sind, sind Nissan, Net, Revenant, Yuri, Hantu und... Oh, die sind ekelhaft. Die sind ekelhaft, die vier. Aha. Die sind ekelhaft. Gut, hier reagiert er nicht. Dann werde ich mal langsam das so machen. Wenn wir jetzt nochmal reingehen, ja. Werde ich... hast du einen freien Slot? Ja, habe ich. Dann bin ich am Überlegen, was holen wir am besten mit, taktisch gesehen. Hol mal hier so einen Sensor mit, einen grauen Sensor. Nein. Oh, nee, das ist nicht grau. Ah, Zeichner weggeschmissen. Moment. Das da. So, die da. Ja? So. Genau, und da kommst du mal mit. Was ich dann machen werde, ist, ich werde mal die Kamera umpositionieren. Und du kannst den Sensor auch mal wo anbringen. Achtung, geh mal rein auf 3, 2. Und zwar mache ich das mal gerade umgekehrt. So. Am besten hock dich mal hier hin. Und dann guckst du hier diese Theke an, aber so ja? In Kniehöhe nur. Nicht zu hoch. Und ja. Dann F drücken. Perfekt, hast du angebracht. Ja.
So, geh mal raus. Ah, er hat mit was gespielt. Komm raus. Eben, als er mich erschrocken hat, das war echt scheiße, weil es auch auf einmal so rot aufgeflackert. Und ich so, what the fuck? Was war denn das wieder für ein Geräusch? Garage hat gerade ausgeschlagen. Ganz kurz. So, nochmal J. Wenn es ein Revenant ist, bräuchten wir noch das Geisterbuch. Ich werde nochmal eins in die Küche legen. So, wenn es ein Jurei ist, dann bräuchten wir definitiv den Dotz. Ist bis jetzt nicht eingetreten. Wenn es ein Hantu ist, dann bräuchten wir Ultraviolett. Und das hat ja nichts gebracht. Ah. Also fällt er schon mal raus. Also bis jetzt streiche ich mal Hantu. Ja. So. Du kannst die auch mit Doppelklick streichen, dann ist ein Strich durchgemacht. Ja, alles schon durchgemacht. Und der letzte ist Oreo. Oreo. Nee, Onryo, sorry. Ich hab Lust auf Oreo-Kekse, sorry. Geisterbox. Also werden wir jetzt Buch und Box holen. Dann können wir vielleicht ausschließen, was es für einer ist. Aber ich vermute, es ist ein Revenant. Wobei, kannst du die Geisterbox nehmen? Wo ist die? Hier, das silberne Radio. Ach, das ist... Okay. Okay. So. Aktivität 0, geh mal rein. Herr der Mais marschiert. Na, wer kennt das noch? Schreibt es in die Kommentare. So, dann würde ich sagen, am besten... Wohin? Diese vor? Unten hin. Anmachen, rechtsklick und dann mit G fallen lassen. Liegt. Schreib ins Buch. Lauf nicht weg. Nee, ich bin... Du bist wieder im anderen Raum. Das bedeutet, ich bin allein, Schatz. Das musst du dir angewöhnen. Jeder Raum zählt. Gib uns ein Zeichen. Rede mit uns. Sollen wir gehen? Das war das Kruzifix. Aus. Das war das Zeichen. Don't worry about today. So. Du könntest noch mal das zweite Kruzifix nehmen. Mhm. Und dann gehen wir noch mal rein und dann legst du das in die Küche. Also hinknien und F. Sag, wenn du bereit bist. Ja. Auf 3, auf 2, auf 1. Hä, F geht nicht. Werf G. Du hast es nicht in der Hand gerade. Doch, ich hatte es. Habe ich schon. Okay. Ah, es liegt. So, raus. Ja. Da haben wir nochmal so ein kleines Backup. Jetzt gehe ich mal in die Garage hier räuchern. Es gibt trotzdem Aktivität. Das beeindruckt dich nicht. Zumindest nicht in diesem Bereich. Erst wieder Garage. So, was du machen kannst. Ja. Hol mal hier um Boden, wo ich jetzt bin. Hast du so ein Paramboden-Dings? Das kannst du auswählen. Und dann mit Rechtsklick hast du es aktiv. Dann hörst du ein bisschen dumpf alles. Wenn es aktiv ist. Merkst du es? Nö. Klick da nochmal. Du hörst einen Tonunterschied, ein schlechterer Ton. Wenn es leuchtet, denk mal, wenn das rot leuchtet, ist es an. Ja, keine Ahnung. Gut, komm mal mit rein.
So, rein. 1, 2, 1. Auto. Ja. Ich muss raus. In die Garage bitte rein. Ja, es ist kalt. Er hat das Geisterbuch hier entfernt. Ich weiß nicht, wo es hingeschmissen hat, der Sack. Hast du einen Fotoapparat? Ja. Fotografier mal den Rest vom Kruzifix. Wo hat er das Buch hingemacht? So ist jetzt aber auch nicht. Oder habe ich das rausgeholt? Ich weiß es nicht. So, komm raus aus dem Raum. Ja. Raus, 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 raus. Nee, er ist trotzdem aktiv. Da kann ich jetzt nicht mehr viel machen, außer... Selber mal nochmal ultraviolett. Oder in der Küche gucken, ob der was da hingeschrieben hat. Geisterbuch auf jeden Fall. Haben wir hier kein weiteres mehr. Da weiß ich nicht, der hat verschwinden lassen. Krass. Hm. Geh mal nochmal rein. Jetzt kommen wir wieder an. Was? Das Auto. Ja, ja. So, rein. Ja, das gelbe Licht ist an am Parabolmikrofon, wenn... Bin in der Garage, du hoffentlich auch. Ja. Geh in die Küche. Will ich? Er wollte ja gerade jagen. Der Sack. Okay. Und wieder. Warte, ich komme heute schnell. So, bin da. Interessant. So, komm noch raus. Auch nichts gehört, ich habe nichts gesehen. Ich schließe ultraviolett aus. Ja. Definitiv. Schieße ein Foto, ist relativ. Na, wenn man ihn noch nicht mal irgendwie wirklich sieht, du hast nur ein einziges Mal gesehen und das war beim quasi Wegrennen. Jetzt sehe ich wieder einen Geisterort. Gucken, ob er vielleicht einen Gefallen macht und sich im Dotz zeigt. Mhm. Licht bitte aus. Danke, Schatz. Ah, der ist auch ein bisschen widerstandsfähig, der da, der Kleine. Guck du mal drauf, ich gehe mal kurz ins Menü. Ja. Also, Revenant war was? Revenant. Ah, weiß ich nicht. Jurai. Es ist kein Jurai. Ich habe geräuchert, es war ihm. Schnutzpiep egal. Den tue ich auch eliminieren. So. Ah, oh, ist der lästig. Aber noch zwei. Da gucke ich mal okay. Den... Onrio? Was? Er macht gerade da wieder das Auto. Ja, ja, das hört man, das hört man ja. Ja. Zack. So, wo ist der Onrio?
keine Geisterbox gemacht. Das Einzige, was ich jetzt noch machen könnte, ist, wir könnten es probieren, indem ich sage... Eben konnte ich das doch... Das nur ab und zu. So. Ich räume mal auf. So, jetzt Aktivität hoch. Was wir jetzt nochmal probieren könnten ist... Zünde mal Kerzen an. Da könnt ihr vielleicht austicken. Okay. Oder wenn er dann inaktiv ist, ist es vielleicht ein Onryo. So, kommst du? La 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 la. Und drei. Ja, komm. Ja. 3, 2, 1. Und wieder. Ah, ich mache natürlich nichts. So, dann würde ich sagen, raus. Jetzt gucken wir mal, ob was passiert. Ach, wird. Hat die Flamme ausgemacht. Gehen wir schnell, ja. Er hat sie ausgemacht. Also, wenn ich mich nicht täusche und es nicht falsch interpretiere, ich lese dir mal vor. Ja. Der Onryo wird oft als der zornige Geist bezeichnet. Er stiehlt Seelen aus den Körpern sterbender Opfer, um sich zu rächen. Dieser Geist ist dafür bekannt, dass er jede Form von Feuer fürchtet und alles tun würde, um sich von ihm fernzuhalten. Stärken. Das Auslöschen einer Flamme kann einen Onryo zum Angriff veranlassen. Also weiß ich jetzt nicht, bedeutet das, dass er selber auch die Flamme löscht, weil es wäre ja ein Widerspruch, wenn er sich fernhalten will. Ja. Also ist es nicht der Onryo. Nee, dann ist es definitiv nicht der. Deswegen tippe ich jetzt, ich gucke nochmal Hantu, was der Hantu ist. Hantu ist da. Ein Hantu ist ein seltener Geist, der kalte Klimazonen liebt. Ja, es ist kalt. Die Kälte scheint sie aggressiver und stärker zu machen. Stärken. Bei niedrigen Temperaturen können sich Hantu schneller bewegen. Schwächen. Ein Hantu bewegt sich in wärmeren Bereichen langsamer. Kann ich jetzt nicht sagen. Mhm. Und ein Revenant? Der Revenant ist langsam, aber attackiert heftig und wahllos. Gerüchten zufolge ist ein Revenant schneller, wenn er jemanden jagt. Stärken wird schneller, wenn er seine Opfer jagt. Schwächen versteckt man sich, so bewegt er sich sehr langsam. Aber es fehlt das Geisterbuch. Das hat er ja gemieden. Also, ja. Wo bin ich denn hier reingegraten? Hier. J. Würde ich mal antutippen. Mhm. Ja. Es kann sein, dass ich falsch liege. Wir werden sehen. Hast du eingeplottet? Ja. Ihr Lieben, gleich wird aufgeklärt. Ich bin gespannt. Jo. Ein Onryo. Scheibenkleister. Okay. Also war es dann doch, dann hätten die das. Vielleicht müssen wir auf Englisch oder muss ich auf Englisch umstellen? Ja. Weil ich finde, es ist ein Widerspruch. Er macht alles, um sich vom Feuer fernzuhalten. Ne? Ich muss wieder AFK. Okay, dann, ihr Lieben, würde ich sagen, sind wir am Ende einer Folge angelangt. Ich bedanke mich bei meiner Frau Käppchen Zockt. Gerne. Bei euch. Und ansonsten würde ich sagen, ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, ein Abo da und haut auf die Glocke. Dann verpasst ihr nichts mehr. Schaut bei meiner Frau, ihrem Kanal Käppchen Zockt, vorbei. Würde mich auch sehr freuen. Ansonsten, wenn ihr mich denn gerne unterstützen möchtet, gerne könnt ihr eine Kanalmitgliedschaft eingehen. Wir haben da 3 Optionen. Oder ihr könnt auch einen Superfangs da lassen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch auch auf Discord anmelden würdet. Ist kostenlos. Und so könnten wir einfach mal quatschen und vielleicht was zocken. Ne?
Ich möchte auch den Discord schön pflegen, dass wir ja Interaktion haben und es auch ein bisschen interaktiv ist. Ab und zu werde ich Sachen gratis ausschütten, kann man sagen, verlosen. Ein Bot ist das. Ich habe Keys, gratis Spiele für euch und der Bot verlost das dann quasi. Ihr könnt dann euch da per Klick einmal anmelden und der Bot sucht dann den Gewinner automatisch aus. Das passiert ab und zu. So, somit ist es ja eigentlich kein... Also eine gratis Auslosung für euch, wo ihr was gewinnen könnt. So, das ist ab und zu. Jetzt, wo ihr das hört, ist das auch nochmal gerade passiert. Und zwar geht das noch bis Dienstag, Mittwoch, weiß ich jetzt nicht. Wegen meiner 2232 Abonnenten. Das ist eine schöne Schnapszahl. Und da bin ich gerade dabei, den Key für Zompiercer. Ich weiß jetzt nicht, ob es das Game ist oder die Beta vom Entwickler. Den Key habe ich vom Entwickler netterweise bekommen. Grüße gehen raus an dieser Stelle an DD Diemann. So, aber wie gesagt, ab und zu sind da Umfragen, wo ihr teilnehmen könnt. Ihr könnt untereinander quatschen. Je nachdem kann man auch mal so eine Zockerrunde machen. Und ihr seid einfach im Discord und redet mit. Keine Ahnung. Oder ich bin mal im Livestream. Keine Ahnung. Macht einfach mal gerne mit. Ich freue mich, wenn ich mit euch interagieren kann. Oder auch auf YouTube Kommentare von euch kriege. Das war viel Blabla. Deswegen komme ich zum Ende. Sage merci beaucoup und bis bald. Ciao, tschüss und huibou.